Was macht eigentlich eine Probenehmerin, ein Probenehmer? Ja klar, Proben nehmen. Das ist aber auch ein Beruf, ein sehr vielfältiger sogar. Jedenfalls bei uns, bei der GBA Group. Darüber kann euch mein Kollege Ricky noch viel mehr erzählen. Er ist nämlich Standortleiter an unserem Berliner Umweltstandort und geht tatsächlich auch noch selber los, Proben nehmen. Ricky, magst du uns aus erster Hand berichten? Ja, als Probenehmer wird es nie langweilig. Der Beruf ist sehr vielfältig, je nachdem, welche Proben genommen werden. Bei uns in der GBA Group nehmen und analysieren wir unter anderem Boden, Sediment, Gebäudeschadstoffe, Bade-, Oberflächen- und Trinkwasser sowie Grundwasserproben. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Je nach Jobprofil können sich die Einsatzgebiete unterscheiden. Wir beschäftigen und suchen Probenehmer und Probenehmerinnen sowohl für den Außen- als auch für den Inneneinsatz, wie beispielsweise in Schwimmbädern und Hotels oder Baustellen und im freien Gelände. Eines haben jedoch alle gemeinsam, sie sind viel im Auto unterwegs. Wow, so eine Probenahme sieht ja nun jetzt nicht ganz so einfach aus. Brauche ich da denn bestimmte Fähigkeiten oder Kenntnisse, wenn ich Probenehmerin werden will? Was muss ich mitbringen? Was du auf jeden Fall mitbringen solltest, ist handwerkliches Geschick, Spaß am Autofahren und einen Führerschein der Klasse B, Willen zu lernen und sich mit den geltenden Standards vertraut zu machen, Kontaktfreudigkeit, Bereitschaft, unter freiem Himmel zu arbeiten und natürlich keine Angst davor, sich auch mal dreckig zu machen. Das klingt gut und du möchtest mehr erfahren? Dann schau doch einfach bei uns vorbei auf unserer Karriereseite auf www.gba-group.com. Wir freuen uns auf dich und vielleicht bis bald.